Let me make an analogy. An analogy between Programme kann man mit Kochrezepten vergleichen. Da gibt es eine Menge Ähnlichkeiten. Beide bestehen aus einer Liste von Arbeitsschritten und Regeln für deren Ausführung. Am Ende steht ein bestimmtes Ergebnis. Wer kocht, der tauscht wahrscheinlich auch Rezepte mit Freunden aus und ändert diese Rezepte hin und wieder ab. Wenn man ein Rezept abgeändert hat, einem das Ergebnis gut schmeckt und es auch die Freunde gern essen, dann gibt man vielleicht die neue Version des Rezepts an sie weiter. Aber stellen Sie sich einmal eine Welt vor, in der ein Rezept nicht variiert werden darf, weil jemand alles daran setzt, dass es unverändert bleibt. Und dass man, wenn man das Rezept an seine Freunde weitergibt, als Pirat gilt und für Jahre ins Gefängnis kommen kann. Ich verwende das Wort Hacker in seiner richtigen ursprünglichen Bedeutung für jemanden, für den das Programmieren eine Art künstlerische Leidenschaft ist und der sich mit der Hackerkultur identifiziert. Historisch gesehen ist das die Gruppe von Programmierern, die das Internet, Linux und das World Wide Web geschaffen hat. Hacker, ein Reizwort, das in den vergangenen zwei Jahrzehnten Anlass zu hitzigen Diskussionen gab. Und was macht den Hacker zur Lichtfigur oder zum Sündenbock? Die Rebellion gegen das Prinzip, dass der Quellcode eines Betriebssystems geheim bleiben soll. Diese Open-Source-Einstellung verträgt sich nicht so recht mit den Regeln der freien Marktwirtschaft. Sie bedroht auch das traditionelle Verständnis von Urheberrecht und geistigem Eigentum. Firmen wie Microsoft, bei denen ein geheimer Quellcode Geschäftsgrundlage ist, haben die freie Software zu einem Monster hochstilisiert. In einer Weise, die an die McCarthy-Ära erinnert. Und das wiederum führte zu einer der seltsamsten Erfolgsstorys der 90er Jahre, die Bill Gates sicher einige schlaflose Nächte bereitet hat. Ein kleines Genie aus Finnland tüftelte ein neues offenes Betriebssystem aus und setzte es ins Netz. Millionen von Programmierern weltweit entwickelten es weiter. Das war die Geburtsstunde von Linux. Seitdem tobt der Krieg zwischen den Software-Giganten und der Hacker-Community, deren Anführer und Ikone Linus Torvalds ist. Linus Torvalds har skapat ett datasystem som har slagit hela branschen med hetman. Linux, an operating system that now runs 8 million of the world's computers. Wired-lehti julistaa tämän nuoren miehen Väinämöisen veroiseksi shamaaniksi, jonka kehittämä Linux-käyttöjärjestelmä on internetin upein mestarituote. Torvalds' decision to distribute Linux for free and reveal its underlying source code has made him a quasi-cult figure. Linus Torvalds datageniet som drömmer om att fälla Microsoft-jätten Bill Gates, hur går det? Det finns de som säger att Linus Torvalds har åstadkommit ett mirakel. Diese Arbeitsbienen feilen Tag und Nacht an Linus Torvalds Grundsystem. Per Modem stehen sie in ständigem Kontakt, bringen Programmcodes heraus, bitten um Feedback und Verbesserungen, um das beste Betriebssystem der Welt zu schaffen. Ich wollte anderen ersparen, was ich durchgemacht habe, um Linux zu entwickeln. Vielleicht brauchte ja noch ein anderer Informatikstudent ein Betriebssystem und musste so nicht bei Null anfangen. Das war kein Kampf gegen Windmühlen. Ich war kein Don Quixote, der die Welt verbessern wollte. Ich arbeite am liebsten per E-Mail mit anderen zusammen. Sitzt man sich persönlich gegenüber, prallen die Meinungen aufeinander und man verliert sich schnell in Details. Bei einer E-Mail kann man überlegen,
bevor man antwortet. Auch wenn wir nicht im selben Raum sitzen, sind wir doch zusammen, wie in einem riesigen Großraumbüro. Wir tragen sogar unsere Streitereien übers Internet aus. Das ist ein gewaltiges Projekt. Ich wüsste kein anderes Softwareprojekt, an dem so viele Menschen von so vielen verschiedenen Orten aus zusammengearbeitet hätten. Das Innovativste an der Linux-Community ist nicht der Quellcode, sondern die soziale Bewegung, die sich gleichzeitig entwickelt hat. Was Linux ist? Naja, jeder Computer ist anders, jedes Diskettenlaufwerk ist anders, jede Festplatte, jede Grafikkarte ist anders. Und Linux weiß, wie man all diese verschiedenen Computerteile dazu bringt, scheinbar einfache Aufgaben zu erfüllen. Eine Datei zu schreiben oder zu lesen oder ein Bild auf dem Monitor darzustellen. Linux weiß, wie man diese unterschiedlichen Hardware-Komponenten so anspricht, dass sie gemeinsam die Funktionen erfüllen, die wir im Alltag von einem Computer erwarten. Was genau ist eigentlich Linux? Manche meinen damit das gesamte Betriebssystem, auf das alles aufbaut, was in einem Computer vor sich geht. Für andere ist Linux nur das wichtigste Einzelprogramm, das Kernstück, das Herz des Betriebssystems, der Kernel. Es geht alles auf den zurück, der den Anfang gemacht hat. Der über das Netz eine Gemeinschaft schuf, in der jeder spürte, dass sein Beitrag zählt. Diese Fähigkeit, Kooperation zu fördern, konnte wahrscheinlich nur von jemandem kommen, der in einem Land wie Finnland aufgewachsen ist. ...1969. War das nicht ein richtig gutes Jahr? Die Mondlandung, Woodstock, die Entstehung von ARPANET, dem Vorläufer des Internet, die ersten Gehversuche von Unix, einem Betriebssystem für Großrechner, und am 28. Dezember wurde Linus Torvalds geboren. Alle Kinder lernen sich hauptsächlich, indem sie spielen. Kinder lernen vor allem spielerisch. Als Linus in die Welt der Computer hineinwuchs, kam es ihm sehr zugute, dass die Rechner damals noch einfacher aufgebaut und für ihn mit 10 oder 12 Jahren leichter zu begreifen waren. Heutzutage passieren die Daten erst mehrere kompliziert verknüpfte Zwischenstufen, bevor sie auf dem Monitor erscheinen. Auch das Innenleben der Computer ist komplexer geworden. Die Jungen und Mädchen von heute können sich das Verständnis nicht mehr so spielerisch aneignen wie Linus. Für Linus und seinen Vater war es wohl Liebe auf den ersten Blick. Mit echt kindlicher Begeisterung haben sie alle Möglichkeiten des VIC 20 ausprobiert. Der Platz, an dem Linus sein Projekt entwickelt hat, existiert nicht mehr, weil wir inzwischen umgebaut haben. Dort war eine Wand, wo jetzt das Sofa steht, und hier stand Linus' Computertisch. Die größte Veränderung an ihm ist, dass er mittlerweile gelernt hat, wie man als Guru in der Öffentlichkeit auftritt. Er kann mit seinem Publikum umgehen. Ein himmelweiter Unterschied zu früher, als er schüchtern und introvertiert war. Er wurde nie selbst aktiv, sondern hat immer seine Freunde vorgeschoben. Kontakt mit seinen Freunden.
Hallo, ihr Minix-User da draußen. Ich arbeite an einem freien Betriebssystem für 386-486 AT-kompatibel. Nur so als Hobby, nicht so professionell wie GNU. Das ist seit April in der Mache und bald einsatzbereit. Ich würde mich über Feedback dazu freuen, was anderen an Minix gefällt oder nicht gefällt, weil mein Betriebssystem sowas Ähnliches ist. Jeder Vorschlag ist willkommen, aber ich kann nicht versprechen, dass ich alle implementiere. Mailt an linus.torvalds@kruna.helsinki.fi. 1991. Der Zerfall der Sowjetunion, der Golfkrieg. Der britische Physiker Tim Berners-Lee bringt ein Hypertextsystem heraus und nennt es das World Wide Web. Mit Windows 3.0 ist Microsoft auf dem Weg zur Weltherrschaft. Und am 17. September schickt Linus Torvalds die erste Version von Linux übers Internet in die Welt hinaus. Die ersten Reaktionen treffen innerhalb von Stunden ein. Die Leute begannen in der Cafeteria darüber zu reden. So erfuhr man, dass es da so ein Programm gab. Dann wurde dieser Linus immer öfter erwähnt, was für ein toller Typ er sei. Aber er war uns wegen seiner herausragenden Fähigkeiten auch schon vorher aufgefallen. Unix und die Philosophie, die diesem System zugrunde liegt, nahm Linus als Basis für sein Linux. Das ursprüngliche Betriebssystem Unix wurde 1969 von Ken Thompson und Dennis Ritchie in den Bell Labs von AT&T entwickelt. Unix war anfangs ein relativ freies Betriebssystem und in Universitätskreisen sehr populär. Seine Philosophie beruht auf zwei Grundideen. Erstens, alles ist eine Datei. Zweitens, man schreibt ein Programm nur für einen einzigen Zweck, den es jedoch optimal erfüllt. Linux übers Netz zu veröffentlichen lag auf der Hand. Es sprach so vieles dafür. Ich hielt es für eine gute Idee, es anderen zugänglich zu machen, damit sie es ausprobieren und mir ihre Kommentare dazu schicken konnten. Er hatte nur zwei Möglichkeiten: es gratis ins Netz zu stellen oder Geld dafür zu verlangen. Linux wäre nie zu dem geworden, was es ist, wenn er versucht hätte, Profit daraus zu schlagen. Kein Mensch hätte das gekauft. Es wäre ein Flop gewesen. Dead end. Siitä onkin vähän aikaa, kun täällä viimeksi olet käynyt, että joo. Tässä on jo vaihdettu Linuxin jakelukone kolmanteen eri uuteen versioon. Että. Meillä oli aluksi vaikeuksia saada Linux-kamat mahtumaan. Niin näin oli, joo. Alun perin Linus ei halunnut julkistaa Linuxia. Ursprünglich wollte Linus das Linux-Betriebssystem gar nicht freigeben. Er hat sich lange überlegt, unter welchem Copyright er es veröffentlichen soll. Ich habe ihn schließlich davon überzeugt, dass GNU das Beste wäre. GNU Copyrightin alla. Especially as the compiler I used. Der Compiler, den ich verwendete, stand unter der GPL. Und so verwendete ich schließlich selbst GPL. Gemäß der GNU General Public License, kurz GPL, die Mitte der 80er Jahre von der Free Software Foundation eingeführt wurde, müssen alle Veränderungen oder Verbesserungen des Programmcodes jedermann frei zugänglich gemacht werden. Die GPL verhindert, dass eine Einzelperson ein Monopol an einer wichtigen technologischen Komponente besitzt. I think that the timing was differently. Es war genau der richtige Zeitpunkt. Noch ein Jahr vorher wäre es sicher nicht gegangen.
Und ein Jahr später hätte jemand anderes etwas Ähnliches gemacht. Das Internet hatte zwar für die breite Bevölkerung noch keine Bedeutung, aber die Unis waren schon intensiv vernetzt. Ich hatte ein Mailinglist-Programm geschrieben und dabei die Computersprache C verwendet. Dafür haben sich sehr schnell Tausende von Leuten interessiert und ich musste es ständig ausbauen und erweitern. Das alles ging rasend schnell und hat mich völlig überrascht. An einem Tag waren es noch 1000 User, am nächsten Tag schon 2000, dann 4000 und so weiter. Ohne das Internet hätte sich Linux lange nicht so schnell entwickelt. Das wäre ungefähr so gewesen wie Schach per Post zu spielen. My name of choice was Freaks. Ich hätte gerne den Namen Freaks gehabt. Da steckte Free und Freak drin. Und das X wegen Unix. Ich fand Freaks nicht besonders. So ein Name ist nicht gerade verkaufsfördernd. Ari Lemke, der es auf seine FTP-Site stellte, fand diesen Namen furchtbar. Er stellte es als Linux auf die FTP-Site, denn er wusste, dass das der Arbeitstitel war. Der Name blieb bei den Leuten hängen. Und Linux ist auch wirklich ein viel besserer Name. As Linux. However, the total answer to that is, if you are Linus Torvalds, you probably pronounce it as Linux. Well, on the other hand, if you come from the West Coast of the United States, you pronounce it as Linux. And as he said, he doesn't care how you pronounce it as long as you just use it. It was in July of 1991, which was shortly after Linus had released the 0.09 version of the kernel. Im Juli 1991, kurz nachdem Linus die Kernel-Version 0.09 von Linux freigegeben hatte, habe ich angefangen, mit Linux herumzuspielen. Ich habe es übers Usenet aus Finnland heruntergeladen, ausprobiert und fand das ganz nett. Damals gab es nur eine sehr begrenzte Bandbreite für das Internet über den Atlantik. Das Downloaden der Softwarepakete aus Finnland war eine Qual. Ich beschloss, das zu ändern. Ich richtete auf meiner Workstation TSX11MIT-EDU ein Mirror-Archiv für die Kernel-Sources ein. Das war die erste Linux-FTP-Site in den USA. Und das war die erste US-Linux-FTP-Site, die came into existence. Mein erstes Linux hatte ich in Form von Disketten-Images heruntergeladen. Im Computerlabor der Penn State University installierte ich es auf einem Rechner und wurde noch am selben Tag deswegen aus dem Labor geschmissen. Das war meine erste Erfahrung mit Linux. Fairly early in 92, suddenly I didn't know. Anfang 1992 kannte ich plötzlich nicht mehr alle, die daran arbeiteten. Das ging inzwischen über meinen normalen Freundeskreis hinaus. Außer mir waren jetzt noch ein paar hundert Leute dabei, die sonst gar nichts miteinander zu tun hatten. Und das war ein großer Schritt. Die Version 1.0 von 1994 war sehr wichtig und bedeutete mir sehr viel, weil eine Menge Arbeit drin steckte. Sie war ein Meilenstein für den kommerziellen Einsatz von Linux. Vorher wäre das problematisch gewesen. Toivotan meidät tervetulleeksi tähän Linux-käyttöjärjestelmän julkistamistilaisuuteen. Miksi tämmöistä Unixia ollenkaan tehdään? Varsinkin tämmöisessä yliopistoympäristössä on se, että niitä kyllä on olemassa PC-koneillekin, mutta niiden hintataso on erittäin korkea. Eli kun esimerkiksi DOSin ostaa kotikoneeseen parilla sadalla markalla, niin
tuommoinen Unix-kotikone, sen maksaa helposti parikymmentä tuhatta markkaa, mikä on opiskelijalle hiukan liian paljon. Menkää vaikka jonnekin tietokoneen kauppaan, niin kysykää, että onko teillä SCU Unix, niin ne katsoo teitä kysyä ja sanoo, että ei, emme. Itse asiassa paljon helpompi kirjoittaa siitä. Der Entwicklungsprozess von Linux ist ungewöhnlich. Es gibt keine Hierarchie, jeder darf Vorschläge machen. Aber einer bestimmt die Richtung, wählt die besten Ideen aus und fällt wichtige Entscheidungen. Linus, der sanfte Diktator. Everyone knew that someone had to be. Einer musste schließlich diese Gruppe führen, und Linus war dafür prädestiniert, weil er ja den Hauptteil des Linux-Kernels geschrieben hatte. Linus hat optimale Führungsqualitäten. Er ist nämlich eigentlich ein ganz bescheidener Kerl. Er schmückt sich nicht mit Dingen, die nicht von ihm stammen. Ich finde es gut, wenn Hunderte, ja Tausende von Leuten gleichzeitig am Kernel arbeiten, aber sie sollen sich dabei nicht gegenseitig auf die Füße treten. Sonst geht die meiste Zeit dafür drauf, irgendwelche Konflikte beizulegen. Und es gibt dauernd Flame Wars, wo viele böse E-Mails hin und her geschickt werden. Wir hatten wohl einmal eine Hierarchie mit mir an der Spitze, aber so ist das nicht mehr. Es ist eher ein Netzwerk von Leuten, die sich aufeinander verlassen können. A web of trust where I have people I trust and they have people they trust. Well, there are lots of things. Es gibt vieles, was die Entwickler motiviert. Der handwerkliche Stolz, die Befriedigung, solide Arbeit geleistet zu haben. Das idealistische Gefühl, zu einem Ganzen zu gehören, das bedeutender ist als man selbst. Das Bedürfnis, die Welt weiterzubringen und brauchbare Lösungen verwirklicht zu sehen. Da finanzielle Anreize fehlen, geht es den meisten um das Ansehen unter Gleichgesinnten. Eine Stärke der Linux-Community? Praktisch jeder Softwareautor ist direkt per E-Mail erreichbar. Ted Tso war entscheidend an der Verbreitung von Linux in den USA beteiligt. To be fair, es ist einfach zu sagen, wenn ich hier bestimmen könnte, würden wir das ganz anders machen. Wir kriegen ja nicht ständig die E-Mails, in denen steht, bitte macht mir dieses Feature rein. Ich weiß also nicht, was ich wirklich tun würde, wenn ich das sagen hätte. Dave Miller ist ein Maintainer. Er prüft die Änderungsvorschläge für den Kernel, die von den Entwicklern kommen, und ist so etwas wie ein Vermittler zwischen ihnen und König Linus. The way that we work. Wie wir arbeiten. Okay, manche können den ganzen Tag über eine gute Idee reden, über ein interessantes Feature für Linux, aber mir muss man etwas Konkretes anbieten. Ein paar Zeilen Code, etwas Fassbares, das ich selbst testen kann, das mir eine Vorstellung gibt. Das ist besser als dieses ganze abstrakte Palaver. Alan Cox, ein klassischer Hacker, ist der engste Mitarbeiter von Linus, seine rechte Hand. Für mich hat ein Programmcode etwas Lyrisches oder Literarisches. Seine Schönheit liegt in der Form, in der klaren Abfolge von Gedankengängen. Einen guten Programmcode kann man direkt lesen, auch ohne Kommentare. Er erklärt sich selbst, man erkennt seine Eleganz. Unser Ziel ist ein klarer und zugleich eleganter Code, der nicht auf Programmiertricks setzt und keine Versprechungen macht, die er später nicht halten kann. Unmengen von wartungsaufwendigem Code können wir im Linux-Kernel nicht gebrauchen. Ein Programmcode muss funktionieren. Wir wollen nicht ewig daran herumfummeln. Nachdem Linus das Linux-Projekt 5 Jahre lang in Helsinki geleitet hat, kann er der magischen Anziehungskraft des Silicon Valley nicht länger widerstehen. Er will auch einmal die andere Seite der Welt erleben, die kommerzielle, nicht nur die akademische.
You're quite an unorthodox figure in the Silicon Valley world. What do they make of you there? You've not taken the crazy commercial part, if you like. Silicon Valley, Latin America. Southbound Burger, Parkway. The river's climbed like the Antarctica. You're never alone in Silicon Valley, USA. Seems I was the chosen prodigy. Writing for the sonnets by Shakespeare. Some sort of alchemy that human healing get near. And they didn't inherit me yet. The peace we found the web. We probably sell the shares as soon as you can. Get out and go on to the next thing. Retire young. Shouldn't be the king of America. The weather's quite like the Antarctica. Southbound Vertigo Parkway. Linus wird Mitarbeiter bei Transmeter, einer etwas mysteriösen Firma, von der jahrelang keiner wusste, womit sie sich eigentlich beschäftigte, außer dass sie, ähnlich wie Microsoft, mit geheimem Quellcode arbeitete. Hatte Linus die Fronten gewechselt? Die Welt des Business folgt bizarren Regeln. Aber immerhin erlaubte neue Arbeitgeber Linus, sein eigenes Projekt weiterzuentwickeln. I have been forced into trying to be a kind of poster boy for Linux. And actually the whole open source community at large, even though I wasn't even the person who started open source. Es gibt keine Einzelperson, die für das Ganze steht. Und man kann auch nicht genau definieren, wie und wo alles begann. Es ist wie ein Dschungel, man weiß nicht, wo er anfängt und wo er aufhört. Diese Bewegung ist überhaupt nichts Neues. Das gab es schon lange. Auch der ganze Wirbel, der in den 70er Jahren um Unix gemacht wurde. Genau genommen war Unix gar nicht Open Source. Es war nicht wirklich frei zugänglich, denn man brauchte eine Lizenz von AT&T. Da das aber im Allgemeinen kein Problem war, gab es einen freien Austausch. Ein Programm besteht in seiner ausführbaren Form aus einer Reihe von Zahlen, die für uns unverständlich ist. Nur ein Computer kann sie interpretieren. Dazu sind Computer da. Diese Zahlen sind die Form des Programms, die der Computer verstehen kann. Aber ein Mensch wird kaum schlau daraus. Wenn man Software schreibt, schreibt man sie als Quellcode. Der Quellcode ist wie eine Art Algebra, die man nur als Programmierer verstehen kann. That's the form that you can understand if you're a programmer. To help you figure out, they're usually das Verständnis erleichtern zahlreiche Kommentare, die zur Erklärung in den Quellcode eingefügt sind. Damit können Leute, die sich mit Software beschäftigen, erkennen, warum dieses Programm so und so funktioniert. Wenn man nur den ausführbaren Code erhält, das ist das, was man zum Beispiel von Microsoft bekommt, dann kann man daran nichts mehr verändern, selbst wenn es erlaubt wäre. Es wäre zu schwierig. Um also die Möglichkeit zu haben, eine Software brauchbarer und nützlicher zu machen, benötigt man den Quellcode. Wenn man sich das Projekt genauer betrachtet, hat Linus zwar den Kernel entwickelt, aber nicht das gesamte System. Und interessant ist, dass eigentlich Richard Stallman die Bewegung gegründet hat. Schon mal von Richard Stallman gehört? Er wollte, dass jeder das Recht hat, Software anzuwenden und zu kopieren, ohne dabei Gesetze zu brechen, Verbesserungen zu machen und sie weiterzugeben. Er wollte mehr Rechte für die Leute. Er wollte den korrupten amerikanischen Kapitalismus in der Computerbranche bekämpfen, kündigte seinen Job und programmierte weiter. Join us now and share the software. You'll be free hackers. You'll be free. Ich sehe alles unter dem Aspekt der Gerechtigkeit, der Freiheit und der Ethik. Im November 1983 habe ich meine Idee öffentlich bekannt gegeben und im Januar 1984 dann meinen Job beim Massachusetts Institute of Technology gekündigt, um ein freies Betriebssystem zu entwickeln, das ich GNU nannte.
Das ist GNU und das die General Public License. Der Kernel steht natürlich unter der GPL. Freie Software bezieht sich auf die Freiheit, nicht auf den Preis. Leider ist das Wort frei im Englischen zweideutig. Eine Bedeutung ist gratis, die andere, dass man Freiheit hat. Man denke an freie Rede im Unterschied zu Freibier. In der Folklore läuft das ähnlich ab. Eine Geschichte oder ein Lied wird von einem Erzähler oder Sänger an den anderen weitergegeben und dadurch verändert oder verbessert. Und nach dem gleichen System wird auch freie Software verbessert. Oft wird freie Software von einer Gruppe weiterentwickelt, an der die ursprünglichen Verfasser gar nicht mehr beteiligt sind. In 1991 we had almost finished the GNU system. 1991 hatten wir das GNU-System so gut wie fertig. Unser Ziel war ein Betriebssystem wie Unix, aber völlig frei. Dieses vollständige Betriebssystem erforderte viele verschiedene Komponenten. 1991 hatten wir fast alle dieser Komponenten zusammen. Viele hatten wir selbst geschrieben, viele hatten andere für eigene Zwecke entwickelt, aber sie funktionierten und wir nutzten sie für GNU. Eine Hauptkomponente fehlte aber noch, der sogenannte Kernel. Es kam uns also wie gerufen, dass Linus Torvalds einen Kernel schrieb. Die Kombination aus seinem Kernel, aus Linux und dem umfangreichen GNU-System ergab ein komplettes System, das tatsächlich auf einem PC lauffähig war. Mit der Entwicklung von Linux war das GNU-System vollständig und wurde immer populärer. Doch das brachte auch Nachteile mit sich. Den Anwendern des GNU-Systems war nicht klar, dass sie GNU verwendeten. Man nannte bald die gesamte Kombination Linux. Und dieser Irrtum breitete sich aus. Daher fällt es uns vom GNU-Projekt schwer, den Usern das ethische und politische Anliegen zu vermitteln. To call the user's attention to the ethical and political issues. Hoarders can get piles of money, that is true. Hackers, that is true. Linux happened without the help of people with deep pockets, or even despite the help. How can we keep from destroying the magic by pouring all of this money into Linux? When Linux started to become commercialized, als die Kommerzialisierung von Linux begann, hieß es, wir wollen, dass das unser nettes kleines Projekt bleibt. Niemand soll damit Geld verdienen. Aber in der Realität wird eben mit allem Geld verdient. Die USA sind eine kapitalistische Gesellschaft, Europa ebenfalls. Damit Firmen Linux einsetzen können, brauchen sie jemanden, der ihnen Support bietet, der ihnen die Hardware verkauft. Und die Leute, die Support und Hardware liefern, wollen natürlich etwas verdienen. Nicht jeder ist ein Hacker. Nur wenige machen sich die Mühe, Linux selbst aus dem Netz herunterzuladen. Noch weniger Leute werden sich selbst mit dem Quellcode herumschlagen, um ihn zu verbessern. Linux war zwar schwierig in der Handhabung, aber dafür zuverlässig. Und es bot den Vorteil des offenliegenden Quellcodes. Für Firmen mit neuen Visionen war das eine einmalige Chance. For Red Hat, it wasn't important that we ship a better operating system than uns bei Red Hat kam es nicht darauf an, ein besseres Betriebssystem als Microsoft oder Sun Microsystems zu liefern. Wir wollten ein System bieten, das Probleme unserer Kunden löst, die sie mit der herkömmlichen proprietären Software nicht lösen können.
Uns war schon bewusst, was wir taten, als wir unsere Technologie offenlegten. Die Frage war, kann man damit auch Geld verdienen? In Kalifornien im Silicon Valley sagten natürlich alle, man kann in der Softwarebranche nichts verdienen, wenn man seine Technologie preisgibt. Aber Gespräche mit unseren Kunden haben gezeigt, dass das Einzige, was sie an uns band, die Tatsache war, dass wir unsere Technologie offenlegten. Zum allerersten Mal hatten sie die Kontrolle über die Technologie, die sie anwendeten. Der tatsächliche Wert der meisten Softwareprodukte liegt in der aktiven Systempflege, der beständigen Supportbeziehung zum Kunden. Das macht die Softwarebranche zur Dienstleistungsindustrie im Gegensatz zur Fertigungsindustrie. Linux floriert im Bereich der Internet-Server-Anwendungen. Aber weil die Software für Heimanwender schwierig zu handhaben ist, blieb der Marktanteil bisher gering. GNOME mit seiner grafischen Benutzeroberfläche versucht diese Lücke zu schließen, doch das elitäre Hacker-Image haftet Linux nach wie vor an. Hi. It's a penguin. Hi, penguin. It's Tux, actually. Hi, Tux. Samalla kun Linus Torvaldsin työ poikii uusia miljonääriä ja miljardööriä, hän aiheuttaa harmaita hiuksia maailman toistaiseksi rikkaimmalle miehelle, Bill Gatesille. Microsoft has a very traditional model. They make closed source. Microsoft folgt dem traditionellen System. Programme mit geheimem Quellcode werden auf CD-ROMs gepresst und verkauft. Die Firma zahlt die gesamte Entwicklung, hat dafür aber auch die gesamten Einnahmen. Es ist kaum möglich, an dieser Unternehmenskultur etwas zu ändern, hin zur Kooperation, zur Offenlegung des Quellcodes. Mit Programmen mit geheimem Quellcode kann man leichter Geld verdienen, vor allem, wenn man einen großen Marktanteil hat. Deshalb hat Microsoft zum Beispiel derzeit keine Veranlassung, die Quellcodes offenzulegen. Das ginge auf Kosten des Profits, also wird man es kaum tun, jedenfalls nicht freiwillig. Es gibt Programmteile, die man lieber geheim hält. Ich kenne eine Reihe von Kompressionsalgorithmen, in die Firmen sehr viel Arbeit gesteckt haben. Zum Beispiel für das Medienstreaming. Man will nicht, dass bekannt wird, wie es funktioniert, denn genau hierin liegt der Wert des Produkts. Der Kampf zwischen Linus, dem Kopf von Linux, und Bill Gates, dem Kopf von Microsoft, wird manchmal ziemlich persönlich. And for our bizarre question, whose lips are these? I'd say there's a Bill Gates lips telling another lie. Die Tatsache, dass die Leute auf die Existenz von Linux durch die Nachrichten aufmerksam gemacht wurden, hat enorm zu dessen Akzeptanz beigetragen. Auch die David gegen Goliath-Story war hilfreich, selbst wenn sie so nicht ganz zutreffend war. Manche erwarten, dass andere so nett sind, sich um alles zu kümmern. So ist es aber nicht und so soll es auch nicht sein. Und das ist eben die Stärke von Linux. Auch wenn dir niemand hilft, so hast du immer noch dein Exemplar von Linux und das Recht, damit zu tun, was du willst. Ich will mich aus der Linux-Politik raushalten. Ich möchte, dass alle mich für einen netten Typ halten, der sich nicht aufdrängt. A nice guy, and he doesn't buy shit. I'm from India. Do you get a lot of developers from India contributing to the kernel? Not that many. What is the message that you would like to give them so that you get more and more of them? I think one of the problems is just infrastructure. They don't even necessarily have internet access, or they have very slow internet access. And I think that people are also maybe not used to do this collaboration on the internet, and they're kind of nervous, right? Any message you want to give them, motivate them to get more of those developers? I don't know what the issues are in India. There are going to be issues that are like local issues that Indians want to be able to do things that the American
continent doesn't care about at all. And I think that's really motivational when somebody says, hey, I can solve this and I can make my own version of Linux and it will be better for me, right, as an Indian or as a just whatever person. And that's how you should be motivated. And whatever I say, you should not care. If you want to find out first-hand Linux, thanks. What Indian problems are just you running? I don't want to know. Sorry. Thank you very much for your time. Thanks. If you come down to India next time, I will try to, but I will take a holiday. And if you want to end, take a picture for Dutch Dutch magazines. Yeah. Okay. Are you planning on coming to the Netherlands? Linux ist nicht entwickelt worden, um Microsoft Konkurrenz zu machen. Linux ist dafür ausgelegt, auf billigere Hardware zu laufen und alltägliche Probleme zu lösen. Eine echte Alternative für alle, die nicht viel Geld haben, denn es kostet nichts. Das Linux-Projekt begann in Europa und den USA. Doch inzwischen kommen durch die freie Software immer mehr neue Programmierer aus Regionen hinzu, in denen die EDV noch in den Kinderschuhen steckt. Die Firma Red Flag entwickelt und vermarktet Linux-basierte Betriebssysteme. Bekanntlich hängt China in der Informatikbranche den westlichen Ländern hinterher. Die Kluft ist enorm und wir wollen so schnell wie möglich aufholen. Dabei müssen wir aus den Erfahrungen lernen, die andere Länder bereits gemacht haben. Das Betriebssystem ist für uns sehr wichtig. Früher war unsere Entwicklungsgrundlage Unix. Aber weil wir praktisch keinen Zugang zum Markt hatten, kamen wir nicht voran. Linux bietet uns eine gute Möglichkeit, am technologischen Fortschritt der Welt teilzuhaben. Es dürfte sich um den bisher größten Transfer von Wohlstand aus dem sogenannten reichen, industrialisierten Norden, aus Europa und den USA, in die dritte Welt handeln. Es liegt am Open-Source-Prinzip. Das ist für viele sehr wichtig. Ich sehe die Dinge gern unter einem philosophischen Aspekt. Open-Source harmoniert mit dem Geist der Wissenschaft, der unbeschränkten Informationsfreiheit. Nichts soll geheim bleiben. Und von Anfang an hat mich beeindruckt, dass Linux genau diese Denkweise verkörpert. Diese Geisteshaltung sollte sich auch auf andere Bereiche ausdehnen. Ich will das nicht auf die Computerbranche beschränken. Eine der privilegiertesten Klassen im Kapitalismus sind die Programmierer. Sie verdienen so viel Geld, dass sie sich sogar Zeit nehmen können für ihre Hobbys. Programmierer wie Alan Cox können praktisch verlangen, was sie wollen. Sie diktieren die Preise. Diese Leute sind ganz oben. Und indem sie ihr geistiges Eigentum transferieren, transferieren sie auch ihren Wohlstand. Das ist aktiver Sozialismus, auch wenn die Open-Source-Anhänger das nicht gerne hören. Open-Source-Projekte werden oft mit Forschungsprojekten verglichen. Forschung an sich bringt kein Geld. Erst die Anwendung der Forschungsergebnisse lässt die Kassen klingeln. Für die Open-Source-Hacker war die Entwicklung von Linux immer ein freiwilliges, allgemeinnütziges Forschungsprojekt, ein ehrbares Hobby. Aber mit der Zeit sind die Besten aus der Linux-Community dann doch beim Big Business gelandet. 1999, während des Dotcom-Booms, gingen einige der Linux-Firmen an die Börse und Wall Street notierte Rekordkurse.
Das war zwar nicht von Dauer, doch eine Zeit lang gab es unter den Linux-Hackern einige Millionäre, zumindest auf dem Papier. Fast alle, die schon vor dem großen Geldscheffeln mit Linux Core-Entwickler waren, sind ihren Prinzipien treu geblieben, als sie diese Jobs annahmen. Die meisten von uns arbeiten immer noch genauso an Linux mit wie vorher. Ich weiß von keinem einzigen Fall, in dem ein Core-Entwickler seine Freiheiten aufgeben musste. Ich studiere immer noch täglich Verbesserungsvorschläge, die ich an Linus weitergebe, wie vor dem Börsengang. Der einzige Unterschied ist, dass manche von uns jetzt vielleicht schönere Autos fahren oder ein bisschen mehr Sushi essen. Manche hatten das Glück, zur richtigen Zeit in die richtige Firma einzusteigen und an der Börsenlotterie teilnehmen zu können. Manche von ihnen haben Millionen gemacht, einige sogar Milliarden. Aber haben diese Leute deswegen mehr geleistet als andere? Ich glaube, manche hatten einfach nur den richtigen Riecher, um die richtige Investitionssumme zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen. Aber die Frage stellt sich auch ganz allgemein, nicht nur hinsichtlich der Open Source Community. Und ich habe auch keine eindeutige Antwort parat. Was mir am Silicon Valley gefällt, ist die Dynamik. Hier ist alles möglich. Auch die Aussicht, in kürzester Zeit wahnsinnig viel Geld zu machen, selbst wenn das einem Europäer ein wenig geschmacklos erscheinen mag, ist hochmotivierend. Hier kann man wirklich was erreichen. Hat es mich verändert? Wahrscheinlich schon. Ich bin nicht mehr der, als der ich hierher kam. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt materieller denke als früher. Der 11. September 2001 bringt die Welt ins Wanken. Die Attentate in New York versetzen der Wirtschaft einen Tiefschlag und auch die Informatikbranche geht groggy. Was bleibt übrig von dem Phänomen Linux? Einzelne Technikbausteine finden sich, für uns unsichtbar, in unserem Alltag wieder. In Toastern, Handys, Radioweckern. Linus Torvalds Traum, die Grenzen der Computerwelt zu sprengen, ist noch nicht ausgeträumt. Aber es besteht auch die Gefahr, dass er sich zu einer der größten verpassten Chancen der Gegenwart entwickelt. Nämlich dann, wenn die freie Software nur einzig und allein den Programmcode befreit. Zweifellos wird Linux irgendwann vom technischen Fortschritt überholt. Die Frage ist nur, wie lange das dauern wird. Andy. Jo. Wird es 5 Jahre dauern? 15 Jahre? Oder 50 Jahre? Einer der großen Vorteile von Open Source ist, dass auch ein Betriebssystem, das in 50 Jahren aktuell ist, auf dem Quellcode von Linux aufbauen kann. Der Quellcode ist sozusagen das Gedächtnis von Linux, das jedermann jederzeit als Grundlage verwenden kann. Aber es steckt noch viel mehr in Linux, auch wenn das nicht so offensichtlich ist. Nämlich das Warum und wie bestimmte Dinge konzipiert wurden. Und das alles gäbe es auch, wenn es mich nicht gegeben hätte. We'll get people thinking. Lens blurry in the living room setting.
swearing and eating and chatting. This life is that you have, this life is that we see. Big changes through a human history, not by some powerful retailer's decree, by botanic incremental degrees. And Mr. Linus goes to Washington to speak about praxis. Gretchen chains, little man and universal axis. Linus against the liar with nothing else to fill. But sling a little stone in the face of Big Bill. But Linus checkers and skitter strings that lose. And it changes the way the world plays the blues. This life is that it happens, life is that we see.